In der letzten Episode. Ich weiß ja nicht, war ich da nie drin oder war ich nur kurz nicht drin? So, da drüben sind übrigens Pilze. Muss auf den ein bisschen rumkauen, hm? So, wie so ein Lederlappen. Wie viel hast du denn noch auf Tasche? 228, okay, es könnte etwas knapp werden. Ach du Schande! Ach, na toll. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 117. Wir sind im Funkturm Haus Hügel. Haus, Hügelhaus. Ja, das funktioniert immer noch nicht, aber naja, wer weiß das schon. Die ist nicht auf der Seite. Was zum Teufel? Wieso ist die Kiste da oben? Kaputter Metallkasten ist da oben? Naja, gut zu wissen, dass wir keine Metallsäge dabei haben. Hier irgendwas übersehen? Na, das wäre wahrscheinlich in der roten Kiste gewesen. Okay, wir verlassen die Hütte. Richtung Teich der Gedanken. Sehr schön. Klares Wetter. Das nehmen wir mit, hier oben brauchen wir nichts. Wir kommen sowieso nicht mehr hierher. Glaube ich zumindest. Ja, die beiden möglichen Bunker-Locations beim Teich der Gedanken waren nicht besetzt. Schade, aber so ist es halt. Jetzt haben wir nur noch eine Location und wenn es da nicht ist, ja, planlos, würde ich mal sagen. Schon ein wenig. Ja, am letzten Tag waren da vorne zwei Wölfe. Die lassen wir jetzt aber erstmal in Ruhe. Ich will mich jetzt erstmal nicht mit den Wölfen auseinandersetzen. Ich will jetzt erstmal angeln gehen. Ich möchte das gerne nochmal bestätigen mit dem Angelset, dass wirklich da niedergeht. Morgen ist ja noch jung. Wir brauchen nämlich dringend was zu essen. Wieder mal. Und immer noch, ja. Die rote Kistensystematik hat uns etwas Futter gekostet. Mit etwas, das ist große Gänsefüßchen zu schreiben. Das war schon viel, was wir verloren haben. Also weltweit, auf die gesamte Welt bezogen, wahrscheinlich 100 Kilo Fleisch kann ich mir schon vorstellen. Wir haben ja durchaus den einen oder anderen Elch und Bären abgekocht. Und ich umsonst einen Bärenschlafsack hier und einen Elchhautmantel an und ein Elchfell herumlegen. Da kommt schon was zusammen. Zumindest haben wir den Bärenschlafsack wieder dabei, das ist ja ganz gut. Ich lag ja eine Weile lang bei Skidas Abhang. Ne, eigentlich in der Hütte des Fahnenflüchtlings. Haben wir abgelegt, weil ich eigentlich dachte, wir gehen da nur rauf und gucken, kommen wieder runter, aber wir sind dann ganz woanders zurückgekommen und ja. Hab dann voll vergessen, dass ich da ja Sachen hingelegt hatte. Wie es kommt. Geht da auch drüber. Ja. Vielleicht gibt es hier auch Wölfe. Ich dachte, im Teich der Gedanken gibt es keine Wölfe. Aber das andere, das dahinter mal ausgeht. Haben wir nicht eingezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob wir denn dann dort waren. Ja, wir kriegen wieder den Wind hier. Sehr schön, den idyllischen Wind. I need to drop something. Im Stock. Wieder den Belzebub im Nacken. Ah, sehr schön, die Pilze sind alle im Bauernhof. Tja, Junge, ob wir hier einen 15 Kilo Fisch fangen, das wage ich zu bezweifeln. Sieht übrigens mit dem Revolver ein bisschen aus, als würde er hinken, aber das ist auch egal. Nichts, echt, hier ist tatsächlich nichts krass. Okay, wir schmeißen das da mal rein. Ja, hier hinten ist warm genug, genau. Kloppt das mal auf. Gut, trinken bitte. Kennt das Problem. Trinken. Wir machen mal, ja komm, 6 Stunden. Vielleicht reicht das ja, keine Ahnung. Okay. Auch ein kleiner Fisch, okay. Ist nicht der große Fisch. Wir haben Nebel jetzt, mhm. Deswegen der Wind. Ist auch nicht sehr groß, nur 3,5 Kilo. Ja, schon.
Er ist noch kleiner, 2,2 Kilo. Ist sehr weit entfernt von 15. Also der fast größer, na jo. Noch einer. Oh, das ist aber sehr erfolgreich. Hilfe! Der Teich ist gleich leer. Okay, weißt du was? Es reicht. Das ist viel zu viel. Wie viele Fische waren das jetzt? Ja, das muss ich mal zählen. Moment. Ja, nimm nochmal. Komm, maximale Müffellinie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Fische. In... Was waren das? 4 Stunden? Dies ist hier der Wahnsinn, Junge. Okay. Dies ist noch neblig. Brauchen wir Holzkohle? Huch, Entschuldigung. Da rutscht meine Kappe weg. So. Okay. Ich glaube nicht. Wir lassen es einfach so, wie es ist. Was haben wir sonst noch? Naja, komm. Nimm einfach einen Stock und fertig. Komm schon, Mensch. Jetzt mach endlich hin. Ja, wahrscheinlich werden wir die Zeder schon brauchen. Aber ich nehme einfach Stöcke erstmal. So, Junge. Jetzt. Doch, doch. Damit du wieder mehr carryen kannst, mach mal das. Komm, guck mal. Oh ja. Schon viel besser. Wir müssen auch noch Wasser kochen, also von daher. Werden wir mal Stöcke sammeln, hm? Und da wollte ich eh mal hingucken. War das jetzt wieder auf? Nö. Sieht wieder nur so aus wegen der Sonne. Ja, ist so schön. Der Schein trügt. Oder klar, das doch auf. Nee. Nicht reinlegen lassen. Ja, wir könnten eigentlich während der Zwischenzeit mal runtergehen zum Picknickplatz, aber das machen wir vielleicht. Na, wobei, eigentlich ist es ziemlicher Schwachsinn, das zu tun, weil wir da sowieso noch vorbeigehen. War hier nicht mal früher auch eine Leiche gesessen? Nein, war nicht schon, okay. Wir können es zumindest mal einzeichnen. Das können wir schon. Hoffe ich zumindest, weiß ja nicht. Bei ihm ist das nicht so klar, es ist tatsächlich jetzt aufgeklärt. Ja, nö, kann er nicht. Kann er nicht. Aber was er kann. Yes! Hi Hirsch. Ja, nur ein Vollidiot hier. Echt? So lange waren wir da weg? Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 20 Minuten. Ja, das Wasser geht zur Neige. Ich denke, wir werden heute auch hier übernachten. Weil ihr seht ja, der Tag ist auch nicht mehr wirklich der jüngste. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo eine Tanne finde. Wobei eigentlich momentan wegen den kleinen Fischen ist ein Stöcke eher angesagt. Genau, da drüben. War schon viel weiter. Ja, Kochlevel 5 sag ich da nur, hey Hasen. Ne, Feuer machen Level 5. Ja, Kochlevel 5, da wird's... Sinkt die Kochzeit. Und bei Feuerlevel 5 sinkt die Kochzeit auch, ja. So ist das hier. Alles logisch? Ja, oh nein, oh nein. Was tue ich dem Jungen nur an? Muss ich mal durch. Du Junge, was du im Schlaf nicht verbrennst, verbrennst du nicht beim Rennen oder so ähnlich. Ist aber fast schon wieder fertig. Krass. Das Feuer ist auch fast schon wieder fertig. Eine Minute. Jetzt haben wir genug Stöcke. Das reicht jetzt erstmal. So, dann produzieren wir jetzt mal leckere Fische. Oh ja, großer Fisch. 20 Minuten. Kannst du eigentlich hier ein Feuer platzieren? Hier geht das, okay. Na gut. Aber es ist kein Nebel, dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. 28, also die waren alle hier so Minzlinge, ja. Weißt du, in dem Story-Modus, da fängst du diesen riesigen Fisch, kannst aber nichts damit anfangen, weil er einfach viel zu schwer ist. Die größte Verschwendung, ganz ehrlich. Ja, ja, dein armer Fuß, ja, ja. Das ist sonnig. Wir können jetzt gerade noch jetzt noch ein Feuer machen. Dann nicht mehr. Zumindest mit der Lupe. So, da machen wir noch den letzten Fisch.
Das ist wieder so ein ultimatives Ausdauerfeuer hier. 18:22 und er hat immer noch 10 Minuten übrig, alter Schwede. Okay, weißt du was? Ja, Wasser. 2 Liter. Brauchst du gar nicht so viel. Mal gucken mal, wie weit wir damit kommen. So. Eine kurze Angelsession hier eingelegt. Ja, das kann durchaus sein, aber wir gehen noch nicht pennen. Ja, komm. Nummer sicher und so. Sicher ist sicher. Jetzt haben wir doch noch eine Viertelstunde. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch einen. Kriegen wir den noch hin? 9 Minuten 11? Ja, easy. Easy, Junge. Hm? Naja, den Topf sollten wir übrigens nehmen. Das ist nämlich unser Topf. Ist übrigens sau finster da draußen. Ging das nicht mal hier irgendwo? Da? Haben sie es weggenommen, echt? No? Anscheinend. Ja, ja, ja. Okay, wir werden jetzt nur in Sessions schlafen, weil ich nicht weiß, was sagt die Temperatur. Ja gut, das ist der Ofen noch. Warte, wir warten nochmal ganz kurz. Okay, 4 Grad. Nur, dass wir das wissen. Dann schläfst du erstmal 6 Stunden. Okay. Ja, es ist halt dunkel. Ist die Tür offen oder zu? Ne, das ist der Ofen. Die Tür ist zu, okay. Temperatur sinkt ein wenig, aber es geht. Es ist nicht so schlimm. Okay, dann schlaf dich mal aus. Ja, ich leg doch schon was ab. Jetzt leg den Schlafsack hin. Hallo? Junge. Kriegen wir das hin oder wie ist das hier? Also es ist quer zur Richtung. Deswegen, sag es doch. Ja, da wäre es schon gut, wenn das ein bisschen einrastet. Irgendwie schon. Gut. Das fände ich schon sinnvoll, dass es so eine Einrastfunktion gibt. So, Junge. Ach du Schande, ist die Sonne geht gerade erst auf? Ach na juhu. Habe ich mich so verschätzt, echt. Dann warte mal noch mindestens mal eine Stunde. Thank goodness. Made it through another night. Stehende Schneeflocken? Ah ne, doch nicht. Too heavy. Ja, ja. So. Ich glaube, morgen ist der Tag, wo es theoretisch. Also es ist kalt halt. Was willst du machen? Morgen ist der Tag, wo es theoretisch den Sattbonus geben müsste. Wenn wir nicht unterwegs verlieren. So. Dann sind wir jetzt gesettelt. Wir sind satt. So, jetzt will ich nochmal nach dem Angelset gucken. Nee, es nimmt nicht ab. Okay. Sah im Interloper so aus. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, jetzt heißt es erstmal Picknickplatz. Da können wir auch da drüben lang. Ist gut, dass der Wind von hinten kommt. Ja, es ist kalt. Es ist aber auch noch früh morgens und ich habe das halt völlig verschätzt. Mit dem Schlaf. Hier ist nichts zu futtern. Ja, auch nicht. Okay. Jetzt brauchen wir es erstmal nicht mehr, aber. Könnte sein, dass wir beim Picknickplatz waren, dass ich aber nichts zum Zeichnen hatte. Das kommt mir irgendwie so vor. Und es ist gut, dass wir hier nochmal langlaufen. Ein Stock technisch, was sagt der Bestand? Ja, so viel Tannen hier. Das ist der Hammer. Naja, die Wölfe, das ist auch der Hammer. Hammerwölf, sag ich ja nur, Interloper und so. Naja, die Leiche ist aufgetaucht. Sehr schön. Ist ganz dezent eingefadet. Einfach so. Da. Da hascht die Leiche. Und hier sind die Federn noch dazu. Bitte sehr. Naja, wir waren natürlich schon hier. Das ist ja klar. Ist das Windschatten? Gut. Zeichnen bitte, Junge. Can't feel my hands. Ja, es wird nicht besser. Es ist jetzt auch noch bewölkt dazu. Das heißt, der blittert es nicht weit, oder wie muss ich das verstehen? Okay. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal auf die andere Seite dieser Welle und dann auf der anderen Seite der Welle über die Straße. Da gibt es ja diese eine Höhle. Ich weiß gar nicht, ob das die Sasquatch-Höhle ist oder ob das eine andere Höhle ist. Waren da nicht irgendwo Wölfe? Hat ich wirklich gesehen.
Deswegen renne ich hier so verzweifelt am Hang entlang. Da hinten, okay, alles klar. Gut. Irgendwo in dem Gelände wahrscheinlich, schätze ich mal. Ja, wir gehen aber über die Welle. Das kann sein, dass es genau auf dieser Welle ist. Ich krieg gerade richtig Hunger, alter Schwede. Ich hab früher halt auch noch ein Vollkornbrötchen gegessen. Wirklich leckere Himbeermarmelade. Wir haben jetzt schon wieder 13.19 Uhr, alter Schwede. Zeit geht echt rum wie nix. Gut, hier hat die Whiteberry halt keine Felsen auf der Seite eingezeichnet. Das heißt, da kann ich mich schlecht orientieren. Dann gucken wir mal ein bisschen an den Felsen entlang. Tja, Junge, Atylprozente, sag ich da nur. Atylprozente. Ich sollte aber theoretisch noch nicht... Da vorne ist diese Höhle, oder? Eigentlich müsste es auf der anderen Seite sein. Ach, Schösslinge. So viele Ahornschösslinge, krass. Eigentlich müsste es da oben irgendwo sein. Oder bei diesen Felsen. Eigentlich nicht, ne. Vielleicht nach vorne bei den Felsen. Da wo der Wolf ist. Wir werden uns jetzt erstmal in der Höhle aufwärmen. Das ist ja als. Also erstmal werden wir zeichnen, dann werden wir uns in der Höhle aufwärmen. Wir nehmen natürlich die ganzen Schösslinge mit. Ah, hier ist noch ein Hirsch. Das ist aber nicht die. Ist das die Sasquatch-Höhle? Könnte fast sein. Ich nenne sie so. Das ist, glaube ich, die einzige Höhle hier auf der Seite. Na Jungs. Na, alles Roger bei euch. Oder seid ihr Mädels? Dann tut's mir leid. Ich sehe das nicht von außen, welches Geschlecht ihr habt. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Drei Ahornschösslinge, Mabelschösslinge wollte ich gerade sagen. Oh, das Wetter. Oh, das Wetter, Leute. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass wir in der Höhle bleiben für eine Weile. Uiuiuiui, das ist aber nicht gar nicht gut. Sieht fett nach Blizzard aus. Es kann aber auch, das Lustige ist, es kann jederzeit jetzt umkippen in den Blizzard oder komplett aufhören mit dem Wind. Das sieht aber fett nach Blizzard aus, alter Schwede. Und mit dem Pilz haben wir auf jeden Fall genug zu tun. Und dem Hirsch. Ja, wie schon gesagt, erstmal aufwärmen. Das ist erstmal wichtiger. Kleidung? Kleidung ist gar kein Problem. Zustand? Ja, das ist 31%. Das ist schon wieder eine Hausnummer. Ja, es könnte sein, dass das die Sasquatch-Höhle ist. Weil wir wären dem Weg der Därme und dem Fell. Ich heb das natürlich auf. Ja, das ist definitiv die Sasquatch-Höhle. Definitiv. Da ist sogar noch ein Lernbuch. Ich kann mal wieder Skill verlieren, hm? Ja gut, mit dem sind wir aber schon auf Level 5. Oder nicht, oder wieder was. Gewehr, Schusswaffe, Level 5, genau. Und jetzt? Immer noch, gut. What have we here? Den modrigen Schlafsack. Gut. Das wird ein Blizzard. Okay, Junge, dann machen wir direkt ein Feuerchen hier. Ah, hier hinten. Oh. Ja. Nimm das Buch gleich. Das können wir eh nicht lernen. Wir sind schon auf Level 5. Na, easy, Junge. Dann direkt Stöcke drauf. Und, ja, wir basteln jetzt einfach mal ein paar Pilze. Da werden wir ja auch einen Hauch leichter. Und wärmer. Durch das Basteln. Bestimmt nicht durch das Feuer. Nee, ist aber noch kein Blizzard. Hm. Merkwürdig. Habe ich irgendwas übersehen? Nö. Sah nur gerade so aus. Hallo? Nee, irgendwie ist jetzt doch kein Blizzard. Hä? Ist nicht mal Schneeflocken da.
Ja doch, jetzt tauchen sie. Jetzt hat sich der Wind tatsächlich gelegt. Ja, du hast dann entweder die eine oder die andere Möglichkeit. Ah ja, guck mal, wie da die Äste wieder auftauchen. Auch eine Freude hier. Junge. Meine Güte. Okay. Messer bitte. Ja, was ich nicht verstehe, wieso du bei Level 5? Ach doch, ist er doch gekommen, okay. Nee, ich bin nicht da. Wieso du bei Level 5? Naja, ist ein bisschen kalt, naja. Das Leben ist hart, Junge. Wenn nicht mehr das Beil besser ist, sondern das Messer, das verstehe ich nicht. Naja, den Prozenten haben wir es heute nicht so. Na, easy, die holen wir heute Nacht alle wieder rein. Komm, renn mit dir. In die gute Stube, in die Wabe. Feuer soll ja noch gehen. Genau. Wunderbar. So. Achso, ja. Genau. Därme und Fell raus. Ich könnte euch auch dann in dem Zug auch gleich die A-Hörner da lassen. Dann machen wir das vielleicht sogar. Okay, schmeiß das mal raus. Was sagt der Wasserbestand? 1,5 Liter, dann werden wir hier gleich nochmal einen Liter aufsetzen. Ich weiß nicht, wie lang der Blizzard bleibt. Natürlich nicht. Ach du Schande. Ja, haben wir so schön im idyllischen Tal jetzt mal aufgeräumt. Jetzt kommt wieder Neues dazu. Sasquatch. Ich schreibe ja was auf Höhle. 2 Darm plus Hirsch. Plus 3a Horn. Gut. Okay, weißt du was? Dann bastelst du die letzten Pilz auch noch. Der hat schon aufgehört? Ernsthaft? Das glaubt man. Ja, natürlich, klar. Und guck mal, wie der Blizzard aufgehört hat. Uiuiui. Mal reingelegt, sag ich nur. Das werden wir nachher essen. Ach, dann mach noch einen Liter, komm. Wenn wir nochmal herkommen, dann werden wir da wahrscheinlich froh sein. Drum. Ja. Ich werde dann auch hier schon mal ein paar Stöcke deponieren. Nur für den Fall. Dann lass mal vielleicht das Fleisch auch hier. Dann werden wir jetzt nicht essen, weil der nächste Punkt ist ja eigentlich Thompsons Wegekreuz. Und wir schmeißen auch dazu noch 2 Liter Wasser raus. Dann kochen wir lieber nochmal. So. Ja. Von der Dauer her passt das auf jeden Fall. So. Dann machen wir jetzt einfach nochmal hier einen anderthalben und da irgendwie so, was halt geht. 1 Liter oder so. Dann passt das ja. Aufheben und aufheben. Rest heißt es warten bzw. weg damit. Und noch einmal. Ja, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Gut, dann warte mal eine Stunde. Geht auch darum, dass man mal speichert zwischendurch. Gerade wenn man viel unterwegs ist, macht das schon Sinn. So, mit Aussicht auf das widrige Wetter warten wir wild wedelnd mit widrigen Fackeln. Gut. So, ich will gerade mal schauen. Unser Schlafsack ist ja auch nicht mehr so super. Der Bärenschlafsack aber auch nicht. 33%. Okay, wie viel hat er denn eigentlich? 33%, okay. Also es passt genau. Ja, wir sind ja sowieso noch ein Weilchen hier gefangen. Ja, nimm das. Weil das 10%, wenn das sich nicht abnutzt beim Angeln. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht wirklich viel geangelt, aber trotzdem. Dann ist er nämlich bei 100%. Ja, hier brauchen wir irgendwie einen kompletten Bären. Ich gucke gerade mal in die Tabelle. Ich müsste theoretisch noch... Ne, ich hab's nicht in der Tabelle stehen. Okay, vergiss es. Vergiss es! Ja, es sind auf jeden Fall mehr als 40%. Oh je. Ob das noch was wird heute... Okay, ja, wird es.
Hätte ich vielleicht früher sagen sollen. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem Felsen davor und gucken mal, also zu dem, der jetzt, den man jetzt schon sieht, und zu dem darauffolgenden. Ob wir da den Bunker finden. Ja, der Hirsch ist noch da, okay. Aber der ist leer, meiner Meinung nach, ne? Schön. Die Äste sind wieder da. Ja. Er ist nun nicht despawned, alles klar. Ja. Achsenbruchgefahr. Also das können sie meiner Meinung nach auch nochmal anpacken und verbessern. Das war ein Felsen. Weil ich finde, das ist zu krass. Das ist viel zu krass. Vor allem, wenn du dir überlegst, dass das nicht mal abhängig ist von den Schuhen, was ich gar nicht verstehe. Apropos gar nicht verstehen, hm? Das verstehe ich ja noch nicht. Wie komme ich denn hier hoch? Jetzt renn da rüber. Ja, ist aber kein Fecht da vorne dann halt. In dem Felsen. Eigentlich so die einzige, weil da oben, ich weiß nicht. Seht ihr da irgendwo einen Bunker? Ich sehe da nichts. Ja, außer das wieder. Hm. Da drüben kann es natürlich auch sein. Natürlich schon extrem nah an der Straße, das ist klar. Aber ich gehe vielleicht dann nochmal zu den anderen Felsen da oben rauf. Ich habe zwar nochmal gedrückt, aber hey, ist ja egal. Oh, danke, Blutverlust. Hat noch nicht genug mit Prozent zu tun gehabt. Hallo, kann ich, darf ich dann irgendwann auch mal meine Wunde heilen? Oh, das ist aber sehr schön, dankeschön. Ja, nimm erstmal das. Antiseptikum. Es war tatsächlich, ey, es war nur eine Wunde. Waren nicht zwei, die als eine getarnt waren. Rechter Fuß. Hat er wieder gewetzt mit seiner Hinterpfote. Die Penne. Aber hier sehe ich jetzt auch keinen Bunker. Ja, dann gehen wir halt doch nochmal da hoch. Das ist ja dann doch gemeint eher dort. Muss mich ein bisschen cleverer stellen, sonst kann er wieder um den Baum herum. Er macht's trotzdem, ihr Penner. Hey. Ich halte echt viel aus, alter Schwede. Und sie können sich super schön drehen. Gott. Dann hoffen wir, dass wir die ja auch irgendwann noch finden. Ich sag nur Hashtag Futter. Hier schon an dem Massiv sein, wenn ich auf die Karte von der Whiteberry gucke. Jetzt geh da hoch, Junge. Du mit deiner Nicht-Fußheberei, das ist ja echt. Das hält man nicht im Kopf aus. Zumindest liegt da ein Wolf. Das ist ja auch schon mal teilerfreulich. Hier ist aber kein Bunker zu sehen, okay. Hm. Nö.
Oh ja, Wind. Du musst natürlich jetzt auch noch kommen. Tja, Leute. Irgendwie nicht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass auf der straßenzugewandten Seite der Bunker ist. Würde mich schon ein bisschen wundern. Und er ist auf jeden Fall auf der Straßenseite eingezeichnet. Das ist ja schon der nächste Blizzard. Das wäre der Hammer. Tja, da ist nichts zu sehen. Überhaupt nichts. Komm hoch, 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 hoch. Schade. Leute, schade. Ich finde den Bunker hier nicht in der Region. Ich finde ihn nicht. Und ich sag's mal so, auf der anderen Seite, was will man, erwartet man noch von dem Bunker? Das Wind hatte ich genug. Ja. Ist es. Ne? Das ist ein bisschen größer gewesen hier. Hm? Dann nehmen wir das mal mit. Wieder Blizzard, das kann ja nämlich wahr sein hier. Und cleverer wäre es eigentlich wieder in die Höhle zurückzukehren, die Sasquatch-Höhle. Eigentlich schon, ja. Dann machen wir das halt auch. Ja. Tja, ich sehe hier keinen Bunker. Nur ein Mann, der sehr, sehr langsam ist. Ich werde nichts sagen, aber das ist extrem anstrengend, dieses Nicht-Gelaufen. Weißt du was? Dann geh mal doch in die Thompsons wegen. Kreuz mir dann auch zu blöd. Also ganz ehrlich, wenn du da nicht laufen willst, ist es mir dann echt zu blöd. Mann, Mann, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Hör auf zu schnaufen, ganz ehrlich. Das will ich gar nicht hören. Du läufst nicht, aber du schnaufst davon. Schnauft einfach vom Sitzen. Der Wind dreht gerade. Übrigens, nur so zur Info, ich habe die Maus nicht bewegt, aber er dreht komplett. Stipfel die Stabfjunge. Mit der Fährte hier rumzulaufen, mit dieser Steifbrise, das ist auch nicht gerade entspannt. Das muss ich schon sagen. Tja, bunkertechnisch war es leider ein Flop. Ich hätte jetzt wirklich jede Location auch gründlich abgegangen, also nicht nur, wobei ich mir nicht 100% sicher bin. Ja, ist gerade auf übrigens, weil es die Sonne untergeht. Und zwar beim Bauernhaus gibt es eine Location, wo ich nicht 100% sicher bin, ob ich die abgegangen habe. Ich dachte zwar ja, aber naja. Wie das immer so ist. Ja, du musst runter, sonst hast du wieder irgendwas Gebrochenes. Danke. Weiß leider nicht, wo der andere Wolf hingerannt ist. Und da die Herrschaften inzwischen sehr gerne auch auf Felsen rumrennen, können die überall sein. Leider schon. Aber jetzt macht das Tal nochmal idyllisch. Oh, guck mal. Oh, was für ein schöner Abend. Ein beschissener Tag war das, ganz ehrlich.
Den ganzen Tag wegen dem Blizzard festgesteckt. Das kann doch nicht sein. Ja, ach, du kannst ja nicht rennen. Stimmt, ich vergaß. Weißt du was? Ja, weißt du was? Hier, Kaffee, Junge. Schwarzer. Schöner. Eiskalter Kaffee. Guck mal, jetzt kannst du wieder rennen. Ja, ich kann rennen, Leute. Welt, seht mich an. Ich renne. Tja, wahrscheinlich können wir die Lupe nicht mehr verwenden, hm? Gut, dann werden wir in der nächsten Folge einfach mal ein Feuerchen machen, das Fleisch noch abbraten. Ich weiß nicht, wo der andere Wolf ist, aber es ist wahrscheinlich völlig egal, weil wir wahrscheinlich hier, jetzt nicht gerade hier, aber ich sag mal in den anderen Häusern, die da hinten sind, noch einiges finden werden, schätze ich schon. Sehr schön, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.